Ja, hallo, wir sind hier wieder bei einem Radargespräch. Wir stehen dieses Mal in Altona vorm Hafenklang und gehen mal rein. Moin. Moin. Herr Spacko, kommen Sie rein. Danke. Ja, hallo, wir sind hier in der großen Eppstraße im Hafenklang. Hallo Lilia. Hallo Stefan. Schön, dass du Zeit hast, dass ihr Zeit habt heute für uns ein bisschen. Ja, ihr habt ja auch ein ziemlich breites musikalisches Spektrum. So. Das ist eine der Ähnlichkeiten, die wir mit der Stubnitz mit euch haben. So. Also es ist nicht nur Ska und Metal oder sowas, sondern einfach auch alles durch. Ja. Du bist hier Bookerin seit 6 Jahren. Mhm. Was heißt das hier eigentlich zu booken? Was heißt das? Das heißt eigentlich Programmgestaltung. Und ja, wie du schon meintest, wir haben halt echt, also die Genres sind sehr vielfältig, von Punk, Metal, Indie, Pop auch, ja, über auch Jazz manchmal oder Ska oder Reggae. Und ihr macht auch Ausstellungen ab und zu oder so ein bisschen mit Filmvorführungen oder in Lesungen und so weiter. Ja, das machen wir auch ab und zu. Ja, genau. Flohmärkte. Ja. Ja, stimmt, da war ich auch mal. Ja. 25 Jahre ist jetzt Hafenklang am Start. Ne? Mhm. Großes Jubiläum während Corona. Wie feiert ihr das? Ja, da machen wir uns jetzt gerade mal Gedanken drüber, wie wir das überhaupt feiern können, so was möglich sein wird. Ja. Jetzt überlegen wir halt gerade, ob wir vielleicht im Sommer Open Air irgendwo was machen können. Wir haben ja leider hier keine Open Air Veranstaltungsfläche, sondern nur den Laden. Ja. Und das sehe ich noch nicht so wirklich, dass dieses Jahr das wirklich voll sein kann mit Leuten, die auch mit uns feiern würden. Ja. Deswegen, genau, schauen wir da gerade mal nach Alternativen und checken mal so ein bisschen die anderen Clubs auch ab, die halt Freiflächen zur Verfügung haben, ob wir vielleicht mit denen zusammen was machen können. Ja, ihr habt da auch eine recht große Posse eigentlich so. Also ich habe da diesen Sampler rausgebracht währenddessen, der ganz gut rausging. Und ja, die Shirts und Pullis wurden auch ganz gut gekauft eigentlich so. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr feiert, kommen schon auch ein paar Leute, ne? Ich hoffe, ja. Hat sich einiges angesammelt über die Jahre. Ja. Ja, kürzlich noch gelesen, so, wer hat das gesagt? Ich muss hier nachschauen, Jan Persch in der Taz, der meinte, dass neben dem Pudel ist das wohl der Club mit der feinsten räudigen Etablissement so in Hamburgs. Ja. So, deswegen räudiger Charme, meint er, glaube ich. Räudiger Charme, ja, genau. Ja. Wie ist das so? Ihr seid hier eingezwängt zwischen diesen Glaspalästenbüros und Leuten mit guten Geldbeuteln so. Seid ihr gewünscht, gewollt oder vielleicht dann doch auch so ein bisschen teilweise geächtet hier oder so? Geächtet glaube ich nicht. Ich würde sagen, vielleicht geduldet. Mhm. Also es ist so ein, mit denen haben wir halt nicht wirklich viel Berührungspunkte. Ja. Und in der Vergangenheit gab es auch schon Leute, die sich halt über die Lautstärke beschwert haben. So. Aber mittlerweile ist der Club halt seit Jahren auch schon etabliert. Die Leute kennen uns so. Hinterm Laden wohnen halt auch Leute. Da gibt es dann öfter mal Beschwerden, wenn Bands irgendwie zum Apartment gehen. Wir haben ja nebenan noch so ein Band-Apartment, wo die Bands auch direkt schlafen können nach dem Auftritt. Ja. Und die sind natürlich dann manchmal ein bisschen lauter. Und da gibt es dann eher so Beschwerden, wenn die quasi besoffen aus dem Club ins Bett torkeln. Aber ihr verwaltet das auch selber, die Räume, in denen die Künstler und Künstlerinnen schlafen können? Genau, ja, das mieten wir auch mit. Genau. Ja, die Situation ist bei uns jetzt ja auch ähnlich so. Am Anfang letzten Jahres hat in der Hafen City dann der Bezug dieser Neubauten direkt am Kirchenpower Kai angefangen. Mhm. So, ich glaube, einige waren schon von dieser kurzen Phase, bevor dann dicht gemacht wurde, gestresst. Ein paar, die werden dann sich noch wundern, wenn das mal irgendwann wieder offen sein sollte. So. Mhm. Aber habt ihr regelmäßig Lärmstress oder habt ihr eine lange Nutzungsdauer hier? Dürft ihr für immer bleiben, oder? Ja, das wäre schön. Nee, also der Vertrag läuft jetzt erstmal noch bis 2029, ja, also ein paar Jahre noch. Ja, und dann mal schauen, wie es weitergeht, ob es hier weitergehen kann, hoffentlich. Genau, ja, mir schwant auch so ein bisschen so das Ruhebedürfnis von, ich sag mal, Nicht-SubkulturbenutzerInnen irgendwie so der Stadt, ist jetzt durch Corona wahrscheinlich noch gesteigert so. Ich denke auch. Das Einzige, was man immer mitbekommt, dass aus alten Gebäuden irgendwie so die Clubs oder die Projekte raus müssen und die Verdrängung der weiter sein wird so. Und ihr seid ja auch so eine, naja, die letzte Bastion hier, die noch irgendwie so ein bisschen einen anderen Drive fährt als das komplette Drumherum, ne? Ja. Aber 2029 ist eine Perspektive, wo man erstmal noch arbeiten kann. Sind noch ein paar Jahre, genau. Ja. Erstmal gucken, dass wir wieder öffnen dürfen. Ja.
wenn wir gerade dabei sind, so, wir sind jetzt hier schon seit ein paar Monaten, geht gar nichts mehr. Man sitzt hier in Hamburg ja eigentlich gar nicht so schlecht unter dem Schutzsturm der Stadt. BKM zahlt mit, das Land zeugt mit so. Ihr habt dann auch das Gefühl, dass ihr die Phase überleben werdet erstmal noch so weiter? Ja, also so, man kann ja immer noch so auf Sicht fahren irgendwie, so was so in, keine Ahnung, 2-3 Jahren sein wird. Ja. Weiß keiner so, aber bis, ja, bis Ende des Jahres sind uns auf jeden Fall diese Hilfen noch zugesichert jetzt. Und ja, wir haben auch Programmunterstützung, die wir hoffentlich dann auch ja, nutzen können. Jetzt gerade ja nicht, aber genau, da sind auf jeden Fall Gelder da. Sind wir auch froh drüber, dass es irgendwie dann doch relativ, na, mehr oder weniger schnell, aber an den Start kam. Ja. Was heißt Programmunterstützung? Über die Initiative Musik, diese Neustadt Kulturförderung. Ja. Genau, und da gibt es quasi Gelder, die dafür da sind, dass wenn man halt wieder öffnen kann, wenn man aber nicht wie sonst halt volles Haus spielen kann, so dass man auch mit 20 Leuten dann den Bands und KünstlerInnen irgendwie eine angemessene Gage zahlen kann, ja, und auch den MitarbeiterInnen. Das ist quasi euer Weg, wie ihr dann diesen Antrag gestellt hattet. So. Genau. Unser Weg war quasi das hier zu machen. Ja. Also diese Radargespräche und auch was wir so mit Plattenfrost insgesamt machen, ja, dort eben die KünstlerInnen schon während der Pandemie, wenn gar nichts geht, irgendwie zu zahlen. Die Idee war dann auch mal, so eine Fernsehsendung draus zu machen, wo Leute mit bei sein können, so als Gäste. Aber das war jetzt halt bislang auch noch gar nicht der Fall. Nicht machbar, ja. Ja. Also wir merken so, dass diese Liquiditätshilfen, die sind zwar da, kommen aber dann doch echt krass zeitversetzt so. Also ja, jetzt sind November, Dezember, ist glaube ich jetzt beantragt. Wir haben jetzt Mitte Februar, aber die Kohle ist noch gar nicht da und die Rechnungen sind aber auch schon so alt. Ich schätze mal, ist bei euch auch so. Ja, also es kam bei uns auch sehr spät so. Jetzt kam, glaube ich, gerade letzte Woche irgendwie der Rest von der Novemberhilfe. So, da wurde anteilig zumindest schon gezahlt halt, aber auch das hat irgendwie, ja, ein paar Wochen gedauert. Ja. Und ja, wir als Verein können halt auch irgendwie keine Kredite aufnehmen. Das geht wahrscheinlich vielen anderen auch so. Und ja, das ist halt ein bisschen blöd. Muss man dann gucken, wo man so lange bleibt, was man so lange aufschieben kann. So. Seid ihr durch die Kulturarbeit auch ein gemeinnütziger Verein? Oder ist das? Nee, sind wir nicht mehr. Waren wir mal, aber das wurde dann aberkannt oder mussten wir dann umstellen. Ja. Auch wegen der Bareinnahmen irgendwie. Das war so ein bisschen das Problem daran. Das ist quasi alles ein Konstrukt. So, und dann, genau. Ja. Genau, aber hier Kulturarbeit, finde ich, ist auch so ein Stichwort, gerade wenn es um Booken geht und so weiter. Man bookt ja, schätze ich mal, ich weiß nicht, wie du das machst oder wie ihr das macht im Team, so schon auch mit einem Drive Zeug an den Start zu bringen, wo man denkt, so, ey, das ist voll wichtig, dass es da ist, so auch vielleicht Bands, die eben nicht aus Hamburg kommen oder so, Projekte. Auf jeden Fall, wie, ja. Wie seht ihr das? Habt ihr da so eine, keine Ahnung, so eine Grundidee davon, so einen gemeinsamen Konsens, wie ihr bookt und was ihr bookt? Nö, eigentlich nicht. Also so vieles ergibt sich einfach auch, ne? Auch dadurch, dass wir mit Agenturen zum Beispiel arbeiten. Ja. Viel, also hauptsächlich muss man auch sagen, so dieses ganze Aktivbooking findet eigentlich, ich glaube, fast nirgendwo, außer vielleicht in wirklich DIY-verwalteten Kulturzentren, findet es einfach nicht mehr statt oder kann auch nicht stattfinden. So. Also dass man schon auch auf Agenturen angewiesen und vieles machen wir halt auch. Genau, mit denen einfach, machen aber auch dann aktive KünstlerInnen-Anfrage auch teilweise noch. Ja. Das ist dann auch ganz schön und da haben wir halt schon den Anspruch, dass wir ja, das Programm so gestalten, dass es uns halt auch gefällt. Also dass wir nicht einfach alles annehmen, nur weil man sagt irgendwie, ah, die Band, ja, die ist bekannt, die macht die Hütte voll. So. Ja. Macht man natürlich auch, aber halt auch, wir nehmen halt nicht alles an, auch das, was wir irgendwie ein bisschen, ja, moralisch verwerflich finden oder ja, sei es vom Inhalt her oder wo die Bands sonst so spielen, da versuchen wir schon immer drauf zu achten. Und das Schöne ist auch, dass wir auch ein entsprechendes Publikum haben, das da halt auch ziemlich genau ein Auge drauf hat. Also man kann natürlich beim Booking nicht immer gucken, okay, was hat die Band vorher gemacht, irgendwie gibt es da irgendwas, was irgendwie schwierig ist. Und da ist es aber echt ziemlich oft so, dass die Leute bei uns ankommen, wenn da mal sowas sein sollte und uns darauf hinweisen, was halt auch von wegen cool so ist. Der Musiker, die Musikerin war früher mal da und das ist scheiße. Ja. Deswegen so. Was auch immer natürlich super schwierig einzuschätzen ist, wo man dann da dann sagt, das ist irgendwie okay und das ist nicht okay. Also da ist es ja vor allem bei so Grauzonen-Bands super schwierig. Und das ist dann auch immer von Club zu Club natürlich und abhängig so. Die einen sagen, ja, das finden wir jetzt nicht so schlimm, die spielen bei uns. Ja. Wo wir dann vielleicht sagen würden, nee, das geht bei uns gar nicht so. Da steht schon auch das Publikum teilweise dann mal auf Barrikade und sagt so, oh, das geht gar nicht klar so, oder? Ja, genau. Ja. Und das ist aber, wie gesagt, da sind wir auch eigentlich dankbar für, weil wir da, wie gesagt, schon drauf achten, aber man einfach nicht
alles wissen kann und nicht alles prüfen kann auch. Mhm. Also bei der Anzahl an Konzerten auch, die wir einfach fahren, ja, normalerweise. So über 300 Konzerte im Jahr. Ja, also Konzerte, nur Konzerte oder auch die Club-Weekends irgendwie, wo am Wochenende dann 2-3 Partys drüber gehen oder so? Was meinst du jetzt? Ist das nochmal extra so, die Club-Veranstaltung, die ihr auch macht? Ja, also das ist schon, genau, es gibt schon so ein Konzerte-Booking-Team, ja, eigentlich, und dann gibt es eigentlich noch so ein extra Party-Booking-Team, da gibt es aber schon manchmal auch Überschneidungen. Ja. Aber es hat eigentlich schon jeder so seinen Bereich, genau, wo er dann bookt. Aber Party-Booking ist im Endeffekt auch so, zumindest ist es bei uns so, das ist eigentlich so das Querfinanzierungsinstrument, um zu gucken, dass man auch ordentlich Bands und Projekte buchen kann. Ja. Bei euch auch dann? Bei uns auch so, ja, genau. Weil also es ist, glaube ich, vielen Leuten auch nicht klar, dass irgendwie der Haupteinsatz einfach über die Bar läuft, über, mhm, den Tresen. So. Und vor allem, weil wir auch darauf achten, dass wir halt die Eintrittspreise normalerweise für Konzerte auch nicht so super hoch ansetzen, sondern halt auch viele, ja, Konzerte schon ab 5 € oder so haben, ja, weil wir halt auch wollen, dass sich möglichst viele Leute das auch leisten können. So. Ja. Vor allem Leute, die auch gerne viel auf Konzerte gehen, dass sie, ja, dann irgendwie nicht so, ja, sich dann irgendwie nach, das ist der dritte Tag im Monat und schon ist das Geld weg, weil man schon auf 3 Konzerte gegangen ist, die 50 € kosten. Ja, ja, also dieser niedrigschwellige Zugang, das finde, ja, ich auch ist extrem wichtig. Also es ist auch teilweise das, was in der, ich sage jetzt mal ganz doof, so Hochkultur dann irgendwie ja auch nicht geht. Da kriegen die, ja, die Studienanfänger kriegen so ein Bonusheft und können sich dann irgendwie mal Oper oder Musical anschauen oder sowas. Aber das kriegen auch nur die Studierenden. Und ansonsten ist das ja oftmals, hat man auch keinen Bock drauf, irgendwie 40 € wohin zu legen für was. Aber habt ihr da so eine Preispolitik, wo ihr sagt, okay, bis 15 ist eigentlich alles so halbwegs in Ordnung und dann, oder? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also manchmal gibt es ja auch einfach Bands, die nicht für, also die schon so einen gewissen Standard quasi haben, dass man da auch viel oder eine hohe Gage zahlen muss und, mhm, dann schon so kalkulieren muss, dass man da dann auch den Eintrittspreis entsprechend höher einfach ansetzt. Ja. So. Genau, was habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie das laufen kann? Also wir hatten es vorher auch schon so kurz davon, dann Konzerte irgendwann im Laufe des Jahres wird es bestimmt wieder ein bisschen gehen, so mal, aber es war relativ klein, Maske, Abstand, vielleicht bestuhlt und so weiter, mhm, also 20, 30 Leute, finanziert sich ja gar nicht. Mhm. Partys gibt es aber auch nicht, das ist so Querfinanzierung. Das heißt, wir, ich sage jetzt mal, unsere beiden Läden sind so quasi ohne Förderung eigentlich gerade völlig aufgeschmissen. Ja, auf jeden Fall. Und, ja, das wollen wir genauso wie ihr wahrscheinlich auch nicht. Also wir können ja nicht sagen, okay, wir können jetzt nur 20 Leute reinlassen, jeder von denen muss jetzt aber 100 € Eintritt bezahlen, ja, so, das ist dann nicht machbar. Also, genau, ja. Genau. Und andererseits ist es auch ein bisschen eigenartig so, wenn man sich so, jetzt so schon seit ihr auch schon ein paar Jahrzehnte irgendwie durchgeschlagen hat, plötzlich dann merkt, so ohne Förderung sind wir eigentlich zu. Naja. So, das, hey, du hängst im Endeffekt von der Staatsknete ab, sowas zu machen. Irgendwelche Ideen für längerfristige Lösungen so, oder? Momentan noch nicht. Nee, gerade nicht. Also gerade ist es halt einfach so, dass man ja quasi an diesem Tropf hängt, ja, ohne den man einfach tot wäre. Also ja, es, ja, geht halt nicht anders. Es ist ja, wie du auch meintest, schon auch ein bisschen surreal, weil man vorher halt einfach nie oder fast nie irgendwelche Gelder in Anspruch genommen hat oder wollten wir halt auch nicht. Ja. So, und jetzt geht es einfach nicht ohne. Ja. Hey, und ich finde es auch erstaunlich, wie wenig Geld im Verhältnis gesehen zu anderen kulturellen Einrichtungen es eigentlich nur braucht, damit überhaupt was funktioniert. Ja. Ihr habt ja auch diesen Applauspreis mal gewonnen gehabt. So. Mhm. Da kriegst du dann auch in der Kategorie 1 dann im Jahr 40.000 € oder sowas. Ja. Auf ein Jahr gesehen ist das ja aber auch wahnsinnig wenig. Das verpuffen andere mit einer Produktion oder mit zwei, mhm, oder so. Also ja, Niedrigpreissegment für eigentlich für alle so, ne? Ich meine, ja, hier also, wird niemand reich, schätze ich mal. Nee, leider nein. Leider nein. Nee, das ist auch nicht unser Anspruch so. Ja. Also wir machen das halt, weil wir da Bock drauf haben. Natürlich auch, weil wir irgendwie davon leben können, mhm, wollen. So, und es geht auch, man kann davon auch leben. Aber klar, es macht keiner, weil er sich irgendwie daran bereichern will. So. Ja. Beim Booking sonst noch so, was heißt das, wenn ich mir das vorstelle, so, also ich mache das selber auch ein bisschen, aber wie sieht das so ein Arbeitsalltag mit Vorbereiten, Nachbereiten und Durchführen und so weiter aus? Ist es mega spannend oder dann doch auch viel Papierwälzen und rumklicken? Normalerweise ist es eigentlich auch spannend so. Es ist natürlich schon, wenn man das ein paar Jahre macht, auch immer relativ viel der gleiche Ablauf. So, mhm, du nimmst irgendwas an oder du suchst irgendwas, dann machst du den Deal ab. So, dann tütest du es ein, dann fängst du an mit der Werbung und so weiter. Das ist diese ganze Vorbereitungsphase. Ja. Und wir hier machen das halt auch so, also ich zum Beispiel, dass ich auch die Durchführung mache beim Konzert. Das heißt, ich bin auch den ganzen Abend dann da,
begrüße die Band, sitze an der Kasse selber, mache die Abrechnung mit der Band, ja. Schmeiß sie manchmal dann noch raus oder das machen dann die Barleute, wenn ich dann schon gehe. Ja. Genau, und dann halt noch im Nachhinein vielleicht noch die Abrechnung mit der Agentur oder mit den Bands. Genau. Ja. Wenn du Booking machst, achtest du, versuchst du darauf zu achten, so auch die Vielfalt auf die Bühne zu bringen. So. Wir hatten es auch jetzt vorher schon mal kurz davon, mega viele Bands sind ja, lauter Kerls, die da irgendwie spielen oder sowas. Ist es leicht, ist es schwer, da auch ein bisschen, also ein bunteres Bühnenbild ja. hinzubekommen? So? Es ist auf jeden Fall wünschenswert so und das finde ich halt auch, was generell in der Musikbranche auch leider immer noch so ist, dass es halt sehr männerdominiert ist. Sei es halt auf der Bühne oder auch hinter der Bühne. Aber wir versuchen da auf jeden Fall auch darauf zu achten, dass es irgendwie divers ist, auch so, was zum Beispiel die Herkunftsländer ankommt, angeht. Genau, aber es ist ja leider manchmal auch immer noch schwierig. So. Also auch das, was die Festivals irgendwie versuchen sich oder einige sich auf die Fahnen schreiben, dass sie bis zu dem und dem Jahr irgendwie einen Anteil 50-50 Künstler, KünstlerInnen ja, versuchen zu zu erreichen quasi, das ist bei uns immer noch schwierig. So. Also was bei den normalen Konzerten, das ist immer noch, keine Ahnung, 80-90% auch in einer Band. Und auch wenn da eine Frau dabei ist, dann ist vielleicht mal eine Frau dabei oder vielleicht mal zwei. Ja. Aber also es gibt auf jeden Fall schon auch KünstlerInnen und auch Bands mit hauptsächlich oder mit komplett 100% weiblicher Beteiligung. Aber es könnte auf jeden Fall noch viel mehr davon geben. Ja. Du hast ja das Booking jetzt auch für einen Abend gemacht, an dem das Gespräch mit ausgestrahlt wird, für die 20. Folge, auch eine Jubiläumsfolge von Plattenfresser. Da hast du Kiew mitgebucht, auch drei Männers, die da spielen so. Aber mit Kiew habt ihr eine besondere Beziehung auch im Hafenklang? Genau, die haben auch schon öfter bei uns gespielt. Ja, die haben ihr 25-jähriges Jubiläum schon bei uns gefeiert. Jetzt haben sie ihr 30-jähriges Jubiläum, was wir eigentlich auch wieder groß feiern wollten, auch mit anderen Bands noch dazu. Ja. Geht jetzt leider nicht, aber deswegen umso schöner, dass sie jetzt hier spielen können, wenigstens online dann fürs Publikum. Genau. Und bei Miley Silence, ja, das ist halt schön, dass da drei von vier Frauen dabei sind. Ja, doch, und wir haben von 13th Monkey, ist ein Side-Project von Kiew, von Andreas, da haben wir Aufnahmen da, da könnten wir jetzt gerade mal reinschauen nebenbei und dann gleich mal weiterschnacken oder so. Gerne.
Ja, das war 13th Monkey mit Andreas von Kiew bei. Kiew ist Kotze im Einkaufswagen, ist schon richtig, ne? Mhm, also genau. Die Abkürzung so, ne? Ja, genau. Genau, eine Band aus Lüneburg. Wie siehst du das eigentlich? Du buchst ja auch schon eine Weile hier, bist oft bestimmt mit beschäftigt, auch so lokale Vorbands zu finden oder sonst irgendwas. Wie, so mit ein paar wenigen Worten, wie siehst du die Lage hier in Hamburg, was qualitative, innovative, geile Nischenmucke angeht und so weiter? Gibt es schon auf jeden Fall ein paar Bands, so, aber es ist schon so, dass es viel auch einfach die Leichenbands sind, ne? Die man dann auch spielen lässt, beziehungsweise die sich auch bewerben. Und ja, ich hoffe, dass sich jetzt vielleicht in der Zeit auch ein paar neuere Bands gründen, dass da ein bisschen mehr geht. Was natürlich auch schwierig ist jetzt, wo die Proben sollen. So. Das ist ja, geht ja auch gerade einfach nicht. Vielmals, genau. Also vielleicht haben manche so einen privaten Proberaum und da geht dann sowas, aber genau. Aber hättest du das Gefühl, das wäre in Berlin, weil größer, weil mehr irgendwie leichter, dass du da einen größeren Pool an spannenden Projekten hast oder sowas? Oder ist das halt einfach auch vielleicht sogar in ganz Deutschland teilweise schwierig so im Vergleich? Weil ihr bucht ja auch mega viele englische Bands. Ja. Ich glaube schon, im Vergleich zu anderen Ländern ist es auf jeden Fall, ist Deutschland manchmal noch ein bisschen hinterher oder auch Hamburg. Und dass in Berlin vielleicht die Szene auch noch ein bisschen größer ist, dass da die Leute auch so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr wagen vielleicht auch, was das Musikalische angeht, als hier. Also Hamburg ist ja schon auch so ein bisschen so eine Indie-Rock-Punk-Stadt, würde ich sagen. Also eigentlich Musikhauptstadt, sagt Hamburg ja, ne? Selber von sich. So hier mit der höchsten Clubdichte und ne, voll viel. Aber ich, ja, genau, also so was Innovation angeht, was irgendwie die Mucke auf dem aktuellen Stand von dem, was gerade so geht, würde ich jetzt sagen, habe ich auch das Gefühl, dass aus umliegenden Ländern irgendwie noch ein ganz anderer Schnack rüberkommt. So. Ja. Auf jeden Fall. Die Spielräume für freie Kulturarbeit macht ihr ja auch quasi so. Im Gegensatz zu der Geförderten, redet ihr darüber oder wird das einfach ignoriert, dass man so merkt, so, das eine wird halt fett durchfinanziert und du kannst da planen, machen, tun so. Und unser eins gräbt sich da eher so halt mal gerade durch die Partys am Wochenende zum Finanzieren und öfter auch mal was bucken, was dann wirklich ausverkauft und dann mal wieder zu gucken, dass man was machen kann, was man wirklich will. Ist das schon auch ein harter Schlauch so, oder? Es ist schon schwierig auf jeden Fall. Andererseits bietet es natürlich auch sehr viele Freiheiten. Ne? Also allein, dass wir halt das Programm einfach so gestalten können, wie wir das wollen und dass es da keinen gibt, der sagt, hier, ihr kriegt jetzt Geld, bitte macht dann aber auch mehr das und das oder bitte bucht dann das und das damit rein, da sind wir ja total frei. Ja. Also, und das ist eigentlich auch ein großer Vorteil, den ich sehe so und können wir das eigentlich auch gar nicht anders vorstellen. Ja, voll. Du hast gesagt, du machst auch die Vorbereitung, das heißt auch quasi Werbung, Promo und so weiter. Bist du dann auch die Person, die auf sozialen Medien abhängt und da Veranstaltungen anlegt, sich durchklickt und so? Ja, auch. Also machen wir eigentlich schon alles. Ja. Alles. Ja, genau. Ja, ist das same so. Wir haben keine Social-Media-Experten oder Expertinnen. Ja. Und ich weiß nicht, Facebook ist ja schon auch so eine, also das ist ja die einzige soziale Plattform von diesen, von Social Media, wo es diese Veranstaltungsoption gibt. Du legst eine Veranstaltung an, kannst Leute anladen, Co-Gastgeber, dann wird das ein bisschen größer und kriegt mehr Reichweite. Was aber auch total beschissen ist, also das neue Facebook vor allem. Also ich bin da wahnsinnig manchmal, wenn du irgendeine Veranstaltung anlegst, dann kannst du die manchmal auch nicht mehr editieren. Ja. Es ist schlimm. Super tricky, finde ich auch. Und es ist vor allem auch so, da eigentlich ist das auch schon so eine Rentnerplattform. Also ich wüsste nicht, dass der Jüngere, ich sage jetzt mal auch ein bisschen jünger als wir dann noch, irgendwo dünnt sich das dann aus und dann sind da keine Leute mehr am Start. So. Ja. Wo hängen die rum? Habe ich auch. Macht ihr TikTok oder? Noch nicht. Werden wir, glaube ich, auch nicht. Ja. Nee, aber es ist schon so. Also, ne, so, keine Ahnung, Leute, die irgendwie nochmal 10, 15 Jahre jünger sind, die kennen Facebook gar nicht. So. Und ich sehe das jetzt schon so, ich meine, das klar, man plakatiert, kann man noch plakatieren oder irgendwie Flyer verteilen, so oldschool wie schon immer, aber im digital-sozialen so ist es, also Instagram funktioniert auch nicht für Konzertankündigungen eigentlich wirklich gut, also man kann das schon tun, aber, ne, und dann ist Facebook ist ja da schon so ein Monopol an Veranstaltungsdingen, aber auch so ein sterbender Riese, eigentlich. Ja. Ich nutze es eigentlich auch. Hauptsächlich nur noch dafür. Nur deswegen dort, ja. Oder so, genau. Brauchst halt so ein Privatprofil, um das andere zu bespielen, so. Ja. Ja. Aber auch nichts am Horizont, wie man das, oder irgendwie selber Ideen, wie man da noch was anderes machen kann, um da auch nochmal vielleicht mit der Zeit wegzukommen. Ist ja auch eine scheiß Firma. Weiß ich nicht, man könnte vielleicht was Eigenes noch gründen, irgendwie, aber das dann wieder so groß zu kriegen, dass da viele Leute drauf zugreifen, irgendwie, das
dauert ja auch dann noch eine Zeit lang. Mhm. Deswegen da habe ich ehrlich gesagt nicht so den Masterplan, was man da noch machen kann. Ja. Was würdest du sagen, so wenn du zurückschaust, als ihr noch Konzerte gemacht hattet, viele? Damals. Damals, früher, das war noch schwarz-weiß, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ihr habt auch dann wirklich so, ich sage jetzt mal Kiddies oder irgendwie so Anfang 20er, sind da also auch eher an den Partys dann da, aber an den Konzerten ist das auch schon ein gehobener Altersspiegel bei euch auch, oder? Ja, unterschiedlich. Also es gibt natürlich schon Bands oder Abende, wo du weißt, okay, das Publikum ist eher so um die 50 oder 40 aufwärts. Mhm. Und auch Konzerte, wo du weißt, okay, hier musst du auf jeden Fall die Ausweise irgendwie kontrollieren, dass da irgendwie keiner unter 16 reinkommt. Also ja. Wir machen auch schon Konzerte ab 16 manchmal, die dann nicht so lange gehen. Ja. Aber manchmal ist es auch erstaunlich, dass sich das dann doch mischt. Also dass dann echt alt und jung, sag ich mal, aufeinandertreffen. Ja. Ja, auch bei Partys teilweise. Mhm. Musik und Corona verträgt sich ja echt scheiße. Also ich saß erst heute wieder, als wir hergefahren sind, im Auto und war ganz kurz im Radio und dann wieder festgestellt, so krass, meine Radiomucke ist halt wirklich heftig flach, so heftig einfältig. Naja. Aber jetzt gerade was mit Musik zu machen, man sagt ja auch schon so, irgendwie, wenn man ein bisschen Artikel liest oder sowas, hey, mit Musik lohnt sich gar nicht mehr, ich mache jetzt was anderes. Hast du im Umfeld, im Netzwerk vom Hafenklang das Gefühl, dass Leute jetzt sagen, so scheiß drauf, ich mache was anderes, ich bin da raus, ich habe keinen Bock mehr? Nee, so eigentlich noch nicht. Also eher so die MusikerInnen, die ich kenne, die nutzen die Zeit halt auch, um irgendwie Sachen aufzunehmen zum Beispiel, was natürlich auch ganz gut ist. Und wird was rauskommen dann bei so. Ja, ja, genau. Ja. Du hast erzählt, ihr habt von Neustart Kultur eine Förderung, wie ihr was machen werdet. Ihr habt auch den Zuspruch bekommen für diese GEMA-Förderung, die auch läuft. Genau, da geht es halt um den Umbau des Ladens, irgendwie, dass man das so ein bisschen Corona-konform herrichtet, dass man die Lüftung nochmal umbaut, dass man irgendwie Spuckschutze und Desinfektionsmittel und sowas kauft. Und das werden wir auch, also wenn wir wieder aufhaben, werden wir das auch brauchen. Ja. So. Macht ihr eine Lüftungsanlage rein, oder? Genau, wir haben eine Lüftung und die wird aber noch entsprechend umgebaut, Corona-konform und erneuert. Genau, ja, wir hatten uns auch beworben für das Ding, aber sind da abgelehnt worden. Ach, scheiße. Erst lange nichts gehört und dann abgelehnt und irgendwie kommst du bei der GEMA auch nicht durch. Das ist so ein sehr undurchsichtiges Verfahren. Du weißt nicht, das ist wie, ob da jemand würfelt oder ob da mit Buchstabensalat gespielt wird, der da mit. Mittlerweile ist ja die E-Mail-Adresse auch deaktiviert. Also du kannst über E-Mail gar nicht erreichen mehr, sondern nur noch über dieses Portal, wo du dich anmelden musst. Ja. Ich weiß auch nicht, ob da noch Leute... Menschen arbeiten. Ja. Also ich finde es echt krass, wie intransparent das Verfahren ist und auch wie teilweise willkürlich entweder zu oder Absagen gemacht werden oder auch wie die Kommunikation allgemein läuft. So. Ja, mit total. Millionen eingedeckt zum Verteilen, aber du weißt nicht, was da passiert. Ja. Ja. Aber man sollte sich halt nicht mit denen verscherzen, ne? Ist halt immer noch die GEMA. Ja, es ist ist leider auch irgendwie abhängig von denen so ein bisschen. Ja. Genau. Was macht ihr, also ihr baut jetzt dann noch um, ihr plant vielleicht im Sommer irgendwo draußen auf einer Open-Air-Fläche irgendwo ein bisschen Geburtstag zu feiern und ansonsten abwarten und hoffen? Abwarten und Bier trinken. Ja. Ja, also ja, das ist halt das Blöde, ne? Was da schon seit einem Jahr jetzt ist. Du kannst, egal was du planst, du kannst zwar was planen, aber ob es tatsächlich stattfindet, so, das wird erst dann ersichtlich, wenn es soweit ist, so, weil sich immer noch irgendwas ändern kann. Auch jetzt mit der Impfung weiß man auch nicht, wie lange das noch dauert, ob es wirklich dieses Jahr irgendwie durch ist oder ob wirklich jeder und jede die Möglichkeit hat zur Impfung. Ja. Ich würde sich alles noch zeigen. Fürchte, nein, ja. Ja. Ja, ich hoffe auch, dass im Sommer draußen irgendwie, wobei auch, und wir hätten ja quasi so ein Außendeck so, aber mit Nachbarn und der Art und Größe und Weise, wie das gehen kann, ist auch noch alles super unklar so. Ja, ich würde sagen, keine Ahnung, wir hatten so ein bisschen so einen Einblick so in die Bookerei hier auf dem Hafenklang von dir so. Vielen Dank. Gerne. Für die kleine Nummer hier. Und ich wünsche euch alles Gute. Ach nee, ich habe noch was. Ach so. Ich habe hier ein paar Coins. Wenn wir irgendwann wieder offen haben, dann kannst du mal zum Trinken vorbeikommen. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe noch mehr Coins sogar. Stark. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss.